Hallo, ich bin Lennart. Du hast bereits gelernt, wie man eine Mehrtafelprojektion konstruiert. Und in diesem Video werde ich dir anhand von Beispielen noch einmal genauer demonstrieren, wie man eine Mehrtafelprojektion konstruiert. Dazu zeige ich dir zunächst eine Zweitafelprojektion. Des Weiteren konstruieren wir zusammen eine Dreitafelprojektion. Zum Abschluss werde ich nochmal alles Wichtige zusammenfassen. Kommen wir nun zur Zweitafelprojektion. Der Architekt Thomas hat ein einfaches Haus entwickelt. Damit der Bauingenieur das Haus bauen kann, muss der Architekt jetzt eine Mehrtafelprojektion vom Haus entwickeln. Dazu projiziert er die Vorder-, Seiten- und Obenansicht des Hauses senkrecht auf die Hinter-, Seiten- und Grundebene. Dabei entsteht ein Aufriss, ein Seitenriss und ein Grundriss. Eigentlich braucht der Architekt alle drei Ebenen, um das Haus genau nachzubauen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com